Freebird Games. Und damit herzlich willkommen zu Finding Paradise aus dem Hause Freebird Games, der ja sozusagen zweite Teil nach To the Moon mit Dr. Watson und Dr. Rosaline. Den wollte ich ja sowieso spielen. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt wieder, das hatten wir bei den DLCs von To the Moon auch schon gehabt. Links und rechts haben wir jetzt die Balken, weil man das Spiel leider nicht per Spielaufnahme aufnehmen kann, sondern nur über die Bildschirmaufnahme. Und ja, deswegen haben wir die zwei Balken, aber das soll uns nicht abhalten, dieses Spiel trotzdem zu spielen, dieses wunderschöne. Und ich habe ja im Minecraft-Podcast schon gesagt, dass wir uns wesentlich jetzt mehr auf Minecraft auch fixieren, aber hier Finding Paradise und die ganzen anderen Sachen, die jetzt noch kommen, I Am Future, ein bisschen nebst daneben machen, ne? Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Let's Play. Ich bin sehr gespannt und let's go! Mach mal hier die Maus weg. Oh, ein Eichhörnchen. Nein, das Eichhörnchen. Oh nein, bitte nicht überfahren. Das Eichhörnchen. Oh, Eichhörnchen. Junge. Das war knapp. Was zum Eva? Und so rettest du alle. Auch das Eichhörnchen. Ich hoffe, du schreibst mit. Hey, manchmal heißt es eben wir oder die. Retten wir uns heute selbst, können wir morgen weitere Tierchen vor einem verfrühten Ableben bewahren. Logik. Wie lehrreich. Wir müssten gleich bei unserem Patienten sein. Da könnte ich vorher noch einen Happen mehr vertragen. Wärst du so nett? Wow, nur du packst die Äpfel ins Handschuhfach. Naja, mein Neffe schmückt jedes Jahr den Tannenbaum mit Äpfeln. Und dann habe ich ewig dran zu knabbern. Äpfel am Tannenbaum, hm? Wehe, du sagst jetzt. Du meinst sicher Tannenzäpfel. Nicht witzig, nein. Mir ist der Appetit vergangen. Das fängt ja schon wieder gut an hier. Oha! Was ist das denn? Was ist das denn für ein Punk? Oh, geiles Motorrad. Wow, sieh dir das abgefahrene Bike an. Warum können wir nicht mit sowas zur Arbeit fahren? Weil wir hier sind, um tote Leute zu besuchen, nicht um uns selber umzubringen. Echt? Nachdem ich eben deine Stuntreifen-Fahrkünste erlebt habe, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Außerdem besuchen wir halbtote Leute. Das ist ein großer Unterschied. Naja, okay, dann lass uns beeilen, damit das auch so bleibt. Greif zu! Klar, ich muss wieder alles tragen, ne? Das war natürlich wieder klar, dass ich hier wieder alles tragen muss. Auf geht's! Wie ein Schnürsenkel! Was? Du weißt schon, locker Schleifen, Schnürschnur! Ja, nein, das ist etwas weit hergeholt. Ah, wir sind wieder Dr. Rosaline, sehr schön. Wenn wir nachher wieder aussuchen können, welchen Hauptcharakter wir nehmen wollen, obwohl wir waren ja öfter sie als er, dann nehmen wir aber wieder ihn.
Hm, schau mal, ein kaputter Sprinkler. Was? Wo ist ein kaputter Sprinkler? Ach so. Sag mal, was ist denn hier passiert? Kartoffel. Sie hat mein Tönnies ins Wasser gekriegt. Klar, ist ja auch ein blöder Bär. Genau wie deine beknackte Frisur. Wer will denn so aussehen? Aber Mann, genau meine Schneckchen hübsch. Ach ja, sie hat ja auch deinen Namen ausgesucht. keine Sorge, wir holen deinen Bären da raus. Moment, lass mich mal machen. Warum? Was meinst du mit warum? Glaub mir, ich weiß schon, was ich tue. Wer soll helfen? Natürlich Dr. Watts. Hey! Was? Hey, gehört das auch ihr? Nein, das gehört mir, du Trottel. Das ist das neue Rotzgirl X3000. Rotzgirl? Was? Wieso Rotzgirl? Rotzt es einem dann ins Gesicht oder was? Die sind cool, weil sie frech sind und nichts auf die Meinung anderer geben. Im Gegensatz zu dämlichen Teddybären. Neil, was zur Jalapeno hast du getan? Was zur Jalapeno? Was? Was meinst du mit was? Du hast gerade einem Kind die Puppe geklaut und sie ins Wasser gekickt. Dafür kannst du vor Gericht... Yippie! Du bist mein Held! Kein Problem, Kleine. Edge! Der Tanz. Das ist sowas von daneben. Gerechtigkeit ist kalt und feucht, Eva. Wie ein Thunfisch. Okay. Wie witzig. Wir gucken uns erstmal wieder um, ne? Wir schauen mal, ob wir hier irgendwelche Sachen... Warte mal, ich muss mal die DPI mal ein bisschen gerade... Oh, das ist zu schnell. Das geht, glaube ich, ne? Ja. Soll ich dir dein Teddy zurückholen? Nee, das ist mir egal. Wow, die Jungen von heute hat sie nicht mehr alle. Und sie, können wir mit ihr auch nochmal reden? Hey, möchtest du, dass ich sie zurückhole? Lass es, wir haben wichtige Dinge zu tun. Gut. Ah, der arme Teddybär. Aber wie sieht das auch, wie sie auch tanzt so. Edge, nee. Ah, sehr schön. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Oh, schöne Blümchen. Schöne Blümchen. Ich guck mal nochmal, ob wir hier unten irgendwas haben. Ne, wir schauen mal. Vielleicht gibt's ja hier irgendwo ein Secret. Da ist die Maus auf einmal verschwunden. Gut. Dann gehen wir mal rein. Achso, die verschwindet, wenn wir sie gar nicht mehr bewegen. Ah, okay. Alles klar. Rein da. Okay. Was ist das denn? Achso, ist das direkt der Aufzug oder was? Nö. Hallo! Guten Tag, wir sind Dr. Rosaline und Dr. Watts von Sigmund. Sie sind also wirklich gekommen? Ja, und hoffentlich noch rechtzeitig. Hallo? Wollen Sie uns nicht reinlassen? Ich warte vor der Wohnung auf Sie. Okay, creepy. Was war das denn? Was war was? Hast du nicht den eisigen Hauch bemerkt, der durch den Monitor kam? Na, wenn sie die Frau des Patienten ist, dann stirbt ihr Mann gerade. Wir sind ja nicht hier, um ein Picknick zu veranstalten. Na gut, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Gut, dann gehen wir mal rein. Das ist die Frau. Sieht aus. Das ist die Frau, sieht aus wie Ellen DeGeneres. Wie heißt sie nochmal? DeGeneres? Ellen. Nee, das ist ein Mann, ne? Ist das ein Mann? Hallo? Dave. Hier, um jemanden seinen letzten Wunsch zu erfüllen, was? Wie kommen Sie darauf? Das ist das zweite Mal diese Woche, dass jemand von Ihrer Firma vorbeikommt. Und wie geht es denn diesmal?
Colin Reeds. Kennen Sie ihn? Der Ex-Pilot? Ja, der wohnt ganz oben. Dann schenken Sie ihm mal das Happy End, das er verdient hat. Schätze ich. Okay. Okay, hier können wir nichts machen, hier können wir nichts anklicken. Wir könnten mit dem nochmal reden. Ich rede nochmal mit dem, mal gucken, ob irgendwas kommt. Immer wenn ich euch sehe, kann ich mir schon ausrechnen, dass bald das nächste Zimmer frei wird. Wenn das so weitergeht, gibt es hier bald nichts mehr für mich zu tun. Ah, was für eine Schande. Okay. Dann schauen wir mal. Mit dem Baum hier drin, schön. Oh, können wir uns hinsetzen? Hat sie sich jetzt hier hingesetzt oder was? Nee. Nee, ich kann hier nichts machen, aber ich kann hier mal den Baum angucken. Warum bloß machen... Was? Warum bloß machen sich Leute die Mühe, drinnen Bäume anzupflanzen? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, aus dem sie eckige Wassermelonen anpflanzen. Ja. Stimmt, ist eigentlich so. Es sieht zwar geil aus, aber eigentlich auch komplett unnötig. Gut, einmal in den Fahrstuhl rein. Lalala, lalala. So, zack. Dann wollen wir mal nach Colin Reeds. Immer diese Ehepartner, was? Die machen den Job immer so mühsam. Kommt auf die Person an. So, wir sind da. Da-dam. Ja, die Musik ist wieder schön, ne? Wie war das nochmal? Dr. Rosalie, nicht wahr? Und Dr. Watson. Ja, wir sind wegen Colin hier. Selbstverständlich. Vielen Dank, dass Sie sich beide herbemüht haben. Hier entlang. Okay. Geschrieben von Kangao. Können wir erstmal woanders reingehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hallo? Ist da jemand? Huch, das sehe ich wieder. Angus. Oh, piep. Sie sind ja von Z-Corp. Bin ich wirklich tot? Nein. Lügen Sie mich nicht an. Ich habe doch letzte Woche erst einen Vertrag mit Ihnen abgeschlossen. Es hieß, Sie kommen zu mir, wenn es soweit ist. Wie schon gesagt, wir sind nicht hier, wegen hier. Nein, ich bin noch nicht bereit. Ich darf noch nicht sterben. Ach, ich weiß. Sie sind gar nicht hier. Das bilde ich mir nur ein. Ich habe bloß zu viel getrunken. Tral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 
Weiter umsehen. Noch nicht. Mein Kollege braucht mehr Muskeltraining. Da kann er ruhig noch etwas die Ausrüstung tragen. Sie ist schon ein Schatz, nicht? Okay, ich schau mal, ob wir erstmal... Nee. Wo wollen Sie denn hin? Nur meine Beine vertreten. Und mir den Rücken brechen. Jetzt schauen wir mal. In diesem Zustand sollten wir nicht stören. Ja komm, dann stellen wir mal jetzt das Gerät ab. Sind Sie soweit? Jo, Maschine abstellen. Ja, nur noch einen Augenblick. So, jetzt erstmal wieder das Riesenobjekt da rausholen. Da ist es. Reicht der Strom hier aus? Warum fragen das immer alle? Das wird schon hinhauen, keine Sorge. Doch zuerst mal machen Sie sich bereit für einen absolut filmreifen Stromausfall. Passiert nichts. Oh, da haben Sie wohl ein stabileres Stromnetz als unser Firmensitz. Das ist gleichzeitig beruhigend und beängstigend. Bei uns sind Sie in guten Händen. Wir machen das regelmäßig. Zu regelmäßig, um ehrlich zu sein. Und Sie kriegen das wirklich hin? Was meinen Sie damit? Sie können seinen Wunsch wirklich erfüllen. Wir werden jedenfalls unser Bestes geben, Ma'am. Aber bis jetzt haben wir es immer noch nicht geschafft, denn... Aber es ist nur in seinem Kopf. Er wird wohl kaum den Unterschied merken. Wie dem auch sei, schießen Sie los, was schwänzt er sich? Das wollte er uns nicht sagen. Er sagt, es betrifft uns nicht und wir bräuchten uns keine Gedanken drum machen. Na, klingt ja, als hätte er nichts zu verbergen. Also, das ist schon in Ordnung. Wir hören es ja bald genug von ihm selbst. Steht es nicht auch in seinen Unterlagen? Ja, aber wer liest sie schon? Hey, nur ein Scherz. Leute. Aber jetzt mal im Ernst, wo ist die Akte hin? War sie nicht in der Kiste? Nein, ich habe sie wohl im Auto vergessen. Na gut, ich schätze mal, wir haben ohnehin noch Zeit, während die Maschine hochfährt. Wer soll die Akte holen? Natürlich Dr. Watts. Natürlich. Entscheiden wir das mit Schere, Stein, Papier, Eidechse, Spock? Da spiele ich lieber Logik. Du hast sie vergessen, also holst du sie auch. Basta. Respekt, Spock. Das ist so dumm. Ah, okay. Ich habe das System aktualisiert. Jetzt konfiguriert es sich praktisch von selbst. Hoch, wir kommen da. Gut, das spart uns Zeit. Sie wollen schon anfangen, was? Hey, ich erinnere mich an Sie. Ja, ist schon eine Weile her. Aber waren diesen Patienten nicht Dr. Winters und Dr. Lynn zugeteilt? Ja, aber zum damaligen Zeitpunkt waren sie ausgelastet. Darum haben wir uns seltener freiwillig gemeldet. Wie sich gezeigt hat, gibt es heute aber doch nichts für Sie zu tun. Bei Ihrem Job kann man wohl nie wissen, wann es soweit ist. Wie dem auch sei, kümmern Sie sich nicht um mich. Ich sehe nur schnell nach dem Patienten. Okay, mach das mal. Okay, dann holen wir mal die Akte. Da können wir nochmal mit Asher reden. Wir machen erstmal hier wieder so. Aber wir können auch raus. Ah, wie schön. Obwohl, dieser Balkon ist einfach nur, nichts Schönes. So, Asher. Gibt es irgendetwas, das ich tun kann? Ich laufe schnell runter, um etwas zu holen. Aber Dr. Rosaline könnte gleich etwas Hilfe gebrauchen. Okay, verstanden. Okay. Neil, vergiss nicht, dir zuerst den Patientenstatusmonitor von Collins Arzt zu holen. Gute Idee. Ich würde ungern verpassen, wenn er diesen langen Piepton von sich gibt. Okay. Stimmt, damit wir mal wissen, wie der Zustand ist. Da war ja was. So. Hier, das sollte helfen. Kabelloser Kontrollmonitor erhalten. Sehr schön. Collins Kardiogramm ist jetzt im Menü aktiv. Escape oder rechte Maustaste drücken, um Menü zu öffnen. Okay.
zuverlässiges kleines Drahtlosteil. Hoffentlich kriege ich davon keinen Tumor.